So, GTA wieder dabei und heute schauen wir uns mal ein kleines Special an, würde ich sagen. Der Markus, der lädt jetzt hier schon. Du streamst halt, ne? Oder? Mhm. Ja, genau. Markus streamt, ich bin halt wieder... Ich mache halt meine Let's Plays und wir wollen es halt bei Valentinstag, das ist eine Aufnahme. Wollen wir uns heute mal die neuen Gegner, einen neuen Special-Gegner-Modus angucken, und zwar bis der Tod uns scheidet. Ja, ich weiß, die kommen wahrscheinlich ein bisschen später raus, die Folgen, aber... Nu. Weil ich glaube, ich krieg's heute nicht mehr geschnitten komplett. So, dass es heute quasi noch rauskommen würde. Ah, ey, ich hasse das. Nur bei Weihnachten habe ich es geschafft. Was denn? Na, dass du nicht mehr auswählen kannst, du willst direkt hosten. Du wirst halt erstmal direkt in eine volle Lobby gepackt. Ja, das dauert, das ist halt manchmal ein bisschen ätzend. Ich weiß, was du meinst. Es ging ging das mal so, dass du... Ja, bei den alten Teilen ging das. Joinen oder hosten. Bei der PS3, glaube ich, ging's. Ja, sehr schön. Sehe ich halt einfach nicht, warum man das nicht mehr machen kann. Weil das wird jetzt, weil es auch dreimal Dings gibt, wird es bestimmt alles voll sein. Ja, klar wird das natürlich jetzt voll sein, aber deswegen hoffe ich ja, dass wir jetzt nochmal, weil ich kann auch nochmal versuchen zu starten. Ja, aber du wirst wahrscheinlich immer in irgendeine schon bereits bestehende Lobby reingejoint. Schon. So. Und Rockstar erstellt Gegnermodus. Bis. Ich habe noch so viel Gegnermodus nicht. Wisst ihr, diese Schlitzer, die würde ich halt dann auch nochmal irgendwann machen. Bunker. Ist das der Tod entscheidet? Das sind die nicht, oder? Doch, das ist der Valentinstag. Deswegen gibt es ja da heute auch dreimal. Ist das tatsächlich nur eine Mission, oder was? Ich dachte, das wären mehrere Maps. Nee, doch, da 1 bis 6 oder so. Bis das Tod entscheidet. 1, 2, 3. Muss bei Gegnermodus. Ja, bin ich gerade drin, aber da steht bei Bunker steht einmal, bis der Tod entscheidet. Warte mal gerade kurz, ich guck mal gerade durch. Im Dogfight, Landezone, Entourage. Jede Kugel zählt. Hasta la vista. Die sind nämlich auch cool, die Mission. In and out, inch by inch. Lost and Damned. Oh Gott, so viele Gegnermodi, die wir noch nicht hatten. Occupy, Angriff und Abwehr, Overtime. Power Mat. Wo stehen die denn? Resurrection, Großfeldjagd, Running Back. So, ich habe euch mal eingeladen hier. Zu einer Lobby hier, wo noch nicht so viel drin sind. Warte mal. Es kann natürlich jetzt passieren, dass wir nicht zusammen am Spielen. Ja, ich bin schon dran. Also, ganz einfach mal kurz den Modus erklären. Valentinstag Special, das bedeutet einfach, du wirst. Ist ein normales Team Deathmatch, also du spielst quasi mit Zweierteams. Mit dem kleinen Unterschied. Dass quasi, wenn dein Partner stirbt oder du stirbst, dein Partner oder du halt mitsterben. Mhm. Das ist es halt, ne? Ihr müsst halt immer zu zweit bleiben. Gut, du hältst, glaube ich, aber auch ein bisschen mehr aus, wenn du kämpfst. Das wollte ich gerade mal nur kurz anmerken. Also, das ist halt gerade, wie gesagt, du spielst halt ein Liebespärchen und du kannst dich unter den anderen, der andere stirbt, oder ich muss dich auch umbringen oder ich muss auch sterben. Boah, Alter, 797, der eine, 357. Und ich dachte, ich hätte schon kein Leben. Ja, wie gesagt, aber seit wann, es geht ja draußen, 8 Jahre, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, es gibt wirklich, selbst wenn viele Leute sich immer beschweren, das wäre so ausgelutscht und das wäre alles so durch, es gibt immer noch genug Leute, die das spielen. Rainbow Go. Das ist immer... Ja, das ist es halt, ne? Es gibt auch immer wieder. Rang 797 kommst du eben nicht davon, weil du nur alle 3 Tage mal spielst hier. Ja, klar. Aber guck mal, sieh dir jetzt zum Beispiel bei der neuen jetzt an. Bei Rainbow Girl zum Beispiel Level 22, die ist relativ neu dabei. Also zumindest mit dem Account. Vielleicht hat es auch einen Hauptaccount noch. Keine Ahnung. Aber es gibt halt immer noch viele, die sagen: Ich spiele das Spiel jetzt, ich habe jetzt Bock drauf, ich spiele das Spiel jetzt das erste Mal und. Es ist auch geil. Wie gesagt, es ist auch ein geiles Spiel. Also diese Story hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das kann Rockstar einfach. Das war ja auch bei, wie ist das andere Ding hier, Red Dead Redemption, fand ich auch cool. Ich fand die Story wirklich Hammer, muss ich sagen. So, hey, ich bin mit Baby zusammen in einem Team. Wir sind Team Pink. Ich wollte gerade sagen, wer ist das denn? wir sind Team, Marco spielt mit dem Young Data zusammen. Ja, das ist der Host. Ja, genau. Team Orange seid ihr. Ja, aber mein Gott, wir lassen die Teams einfach so stehen, weil wie gesagt, wir können ja zwar immer noch durchswitchen, aber das ist egal. Ah, cool.
Team Pink. Ja, wie gesagt, wie es läuft, habe ich erklärt. Gott, die Hüte, ey. Ich fand deine Handschuhe cooler. Die pinken Handschuhe. Ich habe auch, so, hab auch welche an. Mit der pinken Weste vor allen Dingen. Was ist das für ein Oberkleid, was ich da anhab? So, dann geht's heute mal los. Bis das der Tod entscheidet, Teil 1. Zwei Runden, Team Deathmatch. Wie gesagt, wenn der eine stirbt, stirbt der andere direkt mit. Da ist irgendwo Team Orange da hinten, pass auf. Süß. Einer wurde schon umgelegt, Dealer-Team wurde getrennt. Nein, nein, nein. Ja, erledigt. Der Partner ist jetzt auch Team, der zweite ist jetzt auch tot. Ich bin jetzt, da hast du dich zu weit rausgewagt in dem Moment. Team Grün, ja, die stehen da vorne die Straße hoch. Ah, schön erledigt. Aber die stehen irgendwo oben, oben auf dem Dach, auf dem Haus da stehen die. Ja, aber das Problem ist auch, dass mein Teampartner mich auch alleine gelassen hat. Der sieht das direkt vor uns, ihr beide seid und rennt einfach nach links weg. Hm. Anstelle da zu bleiben und mitzukämpfen. Ja, der eine hat auch schon mitbekommen. Die sind beide dort oben. Da steht der Ninja Gamer. Der eine hat auch gut die Hälfte seines Lebens. Oh, 3 Minuten noch. Ja, das ist es halt, ne? Du bleibst, musst halt aufeinander, beieinander bleiben. Ja, den einen haben wir mitgenommen. Ja, da haben wir was mitgeholt. Sind nur noch wie weiter, ne? Was haben die denn noch überhaupt, ey? Ich hab nur volle Energie. Scheiße. Ah, geht. Alles gut. Ich bin jetzt mal ein bisschen weggegangen, gerade aus der Dings, weil ich mir noch eine Waffe holen will. Stehen die denn da oben? Ja, die sind natürlich jetzt auf Mix fixiert. Der eine ist übrigens auf mich fixiert jetzt gerade. Der andere hat eher dich im Visier. Nein, 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 nein. Scheiße, das war zu viel. Ah! Ich wollte da ran an die Dings. Aber wie so ein Zweiter, wir haben uns so geschlagen. Hm. Aber schön den Markus weggeholt. Beide mussten nachladen. Aber es gibt ja nochmal eine Runde. Schade. Ja, das war einfach da, das war mein Fehler. Ich wollte einfach zu viel in dem Moment. Man hat aber auch wirklich nicht viel Waffen. Ja, du hast auch nicht viel. Du musst halt das einsammeln, was da so rumliegt und so, ne? Nee, alles gut. Wie gesagt, nehme ich selber auf mich. So, bis dass der Tod uns scheidet. Teil 1 nochmal. Runde 2. Erste Runde hat Team Lila. Grün. Nee, Grün hat gewonnen. Stimmt, Grün hat gewonnen, ja. Das erste Team. Die erste Runde. Oh,
Scheiße. Pass auf, da steht der Young Data. Jawohl, hab ihn. Mist. Ja, ich hab deinen Partner erwischt. Ja, diesmal war es nicht ich. Nee, diesmal war es nicht du, diesmal war es der andere Kollege da. So, diesmal stehe ich ein bisschen anders. Da steht doch der. Ach, da hinten steht der. Da steht nämlich die Lila da hinten. Ja, ich sehe das Rainbow Girl, aber ich sehe nicht, wo die anderen sind. Die schießen von irgendwo unten. Ich kann sie nicht anvisieren, obwohl ich sie sehe. Scheiße, die sind natürlich zu zweit auf mich. Scheiße, tot. Okay. Die waren beide nebeneinander und da haben die mich geholt. Komm, Team Grün und Team Lila. Jetzt noch. Schade, ich dachte, ich könnte schön noch den einen noch holen, wenn die da schön im Kreuzfeuer sind. Aber die sind gar nicht mal so schlecht. Vor allem der 700er da. Nee, war, oh Gott, 357. Der 700er war bei dir, Markus, im Team. Den habe ich geholt. So, dann sind wir schon mit dem Teil durch. 17.000, warum nicht, ne? Ich glaube, wir sind Zweiter oder so. Ich hab zwei, hab ich ja geholt. Zweiter vielleicht, ne? Könnte sein. Ja gut, die haben aber auch gespielt, die zwei. Muss man sagen, verdienter Sieg für Team Grün. Ja, Zweiter sind wir. Yay! So, dann können wir quasi direkt den zweiten Teil hinterher schieben. Das hängt davon ab, was die anderen jetzt voten. Ja, natürlich, klar. Ich hoffe es natürlich, dass sie jetzt alle noch mal ein bisschen bleiben. Aber denke ich mal, weil es gibt aktuell dafür viel Geld und so. Ja. Dann machen wir direkt mal den zweiten Teil hinterher.